Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Kanal. Wir sind heute bei uns auf dem Platz bei wunderschönem Wetter im September. Erwartet man so nicht um die Jahreszeit, also wir hatten es schon wesentlich schlechter und ihr seht es schon im Hintergrund, wir gucken uns heute einen wunderschönen Pössl Globe Car Summit 600 Plus an, ein Sondermodell mit relativ viel Ausstattung. Ihr seht schon, wir haben hier ein Aufstelldach mit hineinbestellt und noch einige andere Sachen in das Fahrzeug nachträglich eingebaut, was den Urlaub wesentlich komfortabler machen wird. Lasst euch überraschen, was wir Schönes für euch zusammengestellt haben. Ein wunderschönes Familienauto und ihr dürft gespannt sein, was gleich auf euch zukommt. Seid gespannt, bis gleich. Summit 600 Plus. Was ist der Summit 600 Plus von Pössl? Es ist ein Sondermodell. Das Plus steht für ein Sondermodell, weil wir einfach gewisse Sachen, die in dem Grundpaket mit enthalten sind, sonst separat bezahlen müssten. Fangen wir zum Beispiel mal an mit der Fliegenschutztür an der Eingangstür. Wir haben diese wunderschönen Plissés, die wir von unten nach oben zum Verdunkeln und gleichzeitig als Sichtschutz nehmen können. Und das Highlight an diesem Fahrzeug, das ist aber tatsächlich aufpreispflichtig, ist dieses wunderschöne Aufstelldach. Warum so wunderschön? Weil wir einfach dieses Dach komplett aufmachen können. Also wir können hier direkt rausgucken. Ihr seht, ich stehe hier draußen. Was gibt es Schöneres, als im Urlaub zu sein und sagen wir mal, der Natur so nah zu sein, direkt vor Ort in die Natur blicken zu können. Also das finde ich, hat was. Ansonsten haben wir hier natürlich Fliegenschutz. Es muss nicht offen sein, es kann offen sein. Wir können es auch komplett zumachen mit diesem Zeltstoff. Es ist auch regenfest. Ich war selbst schon bei Minusgraden in einem Aufstelldach, weil wir bekommen so häufig die Anfragen, was mache ich im Winter? Ich kann auch im Winter hier drin übernachten. Es gibt spezielle Isolierungen, wenn man die möchte. Aber eigentlich meine Erfahrung, braucht man die nicht, weil die Wärme steigt nach oben durch die Heizung. Ich habe es hier oben teilweise, wenn wir unten die Heizung auf 22 Grad hatten, nicht ausgehalten. Wir bewusst in Schwarz gewählt. Ihr seht die schöne Optik vorn. Wir haben die Schnauze speziell foliert. Dafür sind wir eigentlich bekannt, dass wir nicht die Autos von der Stange anbieten, sondern bei uns ist immer irgendwas Besonderes. Auch wenn ihr Bestandsfahrzeuge habt oder schon im Besitz eines schönen Fahrzeugs, wollt es verschönern mit Felgen, mit Folierung. Kommt zu uns. Wir haben da ganz gute Ideen, meine ich. Das seht ihr auch bei uns auf der Seite. Ich werde es unten mal verlinken, aber einfach mal auf unsere Seite schauen, was da möglich ist. Ich komme jetzt mal runter. Wir schauen uns das Auto außenrum mal an, was wir außen an Besonderheiten haben. Ich steige jetzt mal die Leiter runter. Wir schauen aber gleich noch mal hier oben rein. Ich bin also wieder bei euch. Ich komme aber mal raus. So, was haben wir hier? Logischerweise die Folierung. Hier überfoliert. Man sieht hier noch schön das Summit unter der Folie. Werde ich aber auch noch mal einblenden. Ich habe es ganz schön aufgenommen in der Kombination mit unserer Drohne. Wir haben das hier schwarz gemacht, das heißt schwarz matt, fand ich ganz gut. In der Kombination haben wir eben die Front als eine Einheit. Wir haben nicht das Chrom, macht das Auto wesentlich wertiger. Und auch in Kombination mit dem schwarzen Aufstelldach hat es mit dem Expeditionsgrau, was wir hier gewählt haben, eine echt hübsche Erscheinung. Wir gehen mal weiter hier an der linken Beifahrerseite rum. Logischerweise haben wir eine breite, fast 70 cm breite, wohl das müsste eine 50er sein, Einstiegsstufe. Ich mache mal die Tür zu. Wir haben hier die Zuziehhilfe. Das heißt, wir müssen sie nicht fest zuschlagen, auch auf dem Campingplatz. Es wird langsam rangezogen, dass wir eben einfach nicht dieses Geschäppere, was wir von früher kennen, haben. Alle Summit-Autos in der
Klasse haben Rahmenfenster. Was ist ein Rahmenfenster? Rahmenfenster bedeutet, wir haben einen Innen- und Außenrahmen, der miteinander verschraubt ist. Das heißt, wir haben eine einbruchshemmende Wirkung bei diesen Fahrzeugen oder bei diesen Fenstern, dass wir eben einfach, ihr seht es hier, die Scheibe ist im Rahmen integriert und wir haben nicht die Angriffsfläche wie bei einem aufgesetzten Fenster, wie beim Wohnwagenfenster, dass wir dahinter greifen können oder nicht wir, aber der, der gern sich Zutritt zu eurem Auto verschaffen möchte. Und das flächenbündig, weniger Windgeräusche. Mir persönlich gefällt es besser. Ich hatte auch schon Kunden, die gesagt haben, nee, das andere ist schöner, aber das ist tatsächlich so ein bisschen Geschmackssache. Wir gehen mal weiter. Vielleicht können wir uns hier oben mal diese Markise anschauen. Wir haben hier eine spezielle Markise, die fürs Aufstelldach funktioniert. Also wir können halt keine Aufdachmarkise, ist jetzt eine typische Seitenwandmarkise aus dem Wohnmobilbereich. Die müssen wir irgendwie anbringen. Normal haben wir hier einen Halter, in der Mitte einen Halter und hinten. Und da haben wir aber einfach das Problem, dass das Wasser zwischen diesen Haltern nach unten laufen kann. Gefällt mir nicht. Hat mir nie gefallen. Wir haben uns irgendwann für dieses gute neue Profil entschieden, was durchgängig ist. Erstmal lässt sich schöner installieren. Wir haben die Möglichkeit einer LED-Leiste. Ihr seht, das Profil geht von vorn nach hinten. Es ist geschlossen. Hier kann kein Wasser durch. Es kann höchstens hier drüber laufen. Und dafür ist es ein guter Regenablauf nach links und rechts. Weiter. Auch hier hinten Fenster im Schlafbereich. Hat sich Pössl echt Gedanken gemacht. Wir hatten immer das Thema, entweder Kopf oder Beine im Rollo. Das ist hier anders. Hier haben wir es wirklich so, dass das Fenster etwas erhöht ist. Das Fenster ist jetzt hier in einer Höhe, wo der Kopf unten drunter liegt. Das sehen wir gleich nochmal, wenn wir reinschauen. Und da ist dem sozusagen entgegengewirkt, dass wir irgendwie in die Bredouille kommen, wenn wir querschlafen und uns diese Liegebreite nehmen. Hier unten seht ihr ganz schön, einfach mal runterfilmen. Wir haben hier wesentlich mehr Spielraum zwischen Rad und Radkasten. Was haben wir hier getan? Wir haben eine Zusatzluftfederung verbaut. Warum haben wir die verbaut? Weil das Gewicht des Fahrzeuges für das Leitchassis meiner Meinung nach nicht perfekt ausgelegt ist. Das heißt, wir müssen das Fahrwerk optimieren. Hier seht ihr, ihr habt hier einen ordentlichen Hub, damit könnt ihr auch einen Niveauausgleich starten. Aber das ist aus meiner Sicht für ein Leitchassis relevant. Vielleicht sollte man ihn von Anfang an gleich mit Maxi bestellen, aber hier habe ich natürlich die Wahl, das Niveau zu regulieren. Also das auch verbaut für mich ein Must-Have oder eine Zwangsoption, die man mit dem Aufstelldach wählen sollte, weil er einfach durch das 100 Kilo schwere Aufstelldach tatsächlich ein bisschen schwerer wird. Seitenwindanfälligkeit und so weiter ist dann eben entgegengewirkt. Er kann nicht mehr so schwanken. Ich habe eine wesentlich bessere Straßenlage. Wir schauen mal hinten rein. Ich mache mal die Tür auf. Türen lassen sich auch hier 180 Grad aufdrehen. Wenn wir das hier entriegeln, dieses kleine Knöpfchen sorgt dafür, dass wir das wirklich um 180 Grad öffnen können. Und wir haben einen Top-Stauraum. Ihr seht schon, helles Holz. Das ist, ups, Knöpfchen, Schraubenabdeckung. Wir haben hier das Eiche-Kupferholz, was wir im Summit wählen können. Regulär wäre das Rosenholz, das relevante Holz, oder besser gesagt, das Serienholz ist Rosenholz. Das ist aufpreispflichtig, finde ich, macht es wesentlich heller. Wir haben ein bisschen weniger Licht durchs Aufstelldach, aber ansonsten, kannst du ruhig mal hier unten reinfilmen. Wir haben eine Dual Control verbaut. Das heißt, wir können das Gas während der Fahrt auflassen. Ist, wenn man Winterurlaub fährt oder so, ist das ganz schön, weil man kann die Gasflaschen während der Fahrt geöffnet lassen und sozusagen heizen während der Fahrt, was ja offiziell, wenn man diese Sicherheitseinrichtung mit dem Crash-Sensor nicht installiert hat, nicht erlaubt ist. Schöne Anhängekupplung. Da kann man, da haben wir jetzt noch keinen Fahrradträger drauf. Wenn man wirklich zu viert fährt, wir haben für 4-Personen-Lösungen, wir haben für 2-Personen-Lösungen. Mir ist immer wichtig, dass ihr wisst, der barrierefreie Zugang zum Stauraum ist das Entscheidende beim Kastenwagen. Das heißt, ich möchte nicht erst die Fahrräder runternehmen bei einem gegebenen Fahrradträger, sondern ich möchte rumschwenken, zur Seite schieben, was auch immer.
um an meinen Stauraum zu kommen. Was aus meiner Sicht gar nicht mehr geht, außer man ist Sportler mit Carbonrädern, ist der Fahrradträger an der Hecktür, weil das ist nicht mehr ganz up to date. Wir haben in der Vermietung sehr viele Schäden gehabt durch Fahrradträger an der Hecktür, weil sie eben nicht richtig installiert waren oder besser gesagt nicht richtig genutzt wurden. Installiert waren sie richtig, aber die Schäden daraus haben wir jetzt mit Trägern auf der Anhängerkupplung komplett umgangen. Das passiert zum Glück gar nicht mehr. Von den Fenstern her, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Das ist von innen so ein solches Rahmenfenster. Das ist noch mal mit Zusatzknöpfen gesichert. Das heißt, selbst wenn einer an die Hebel kommt, kann er sie nicht einfach aufziehen, sondern muss erst das Knöpfchen drücken. Sind frei teleskopierbar, also nicht mit dem typischen Klacksystem, sondern hier frei aufstellbar in jeder Position, arretierbar. Und was wirklich wichtig ist im Schlafbereich, Fliegenschutz, und ich habe ein Rollo, was wirklich kunststoffbeschichtet ist. Ich kann es sauber wischen, sollte mal eine Mücke dran sein, sollte ich mal mit der Hand dagegen kommen. Es ist nicht diese typische Faltplissé-Variante, wo ich jeden Morgen dann dieses Rollo wieder in seine Form zurückziehen muss. Da wurde wirklich mitgedacht, und hier drin auch noch mal zu sehen, dieses Fenster wesentlich über dem Schlafbereich. Ich kann hier unten das Kopfkissen machen, ohne es direkt im Rollo zu haben. Ich würde sagen, außen war es das. Hier auf der anderen Seite haben wir noch die Toilette, typische Tedford-Kassette. Und was man hier gerne noch in den Außenbereich baut beim Summit, ist eine Außendusche. Also bauen wir fast in jeden Summit mittlerweile rein. Außendusche, Hund abduschen, selbst abduschen. Ich komme aus dem Meer, Salz kurz abspülen. Meine Empfehlung, immer auf der entgegengesetzten Seite, wo man tatsächlich sitzt. Weil wenn da drüben so ein bisschen Matsch auf dem Boden ist, stört das keinen. Drum bauen wir ganz selten die Außendusche auf diese Seite. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, was es drin Schönes zu sehen gibt. Dieses Fahrzeug, habt ihr bestimmt auch in dem Einspieler kurz gesehen, hat zwei Solarpaneele drauf, 240 Watt. Brauchen wir, um es etwas unabhängiger vom Strom zu machen. Ich sag mal, allein der Kühlschrank wird mit einem Solarpanel nicht ausreichend versorgt. Das heißt, wir brauchen hier mindestens mal 200 Watt. Da würde ich aber noch mal im Detail drauf eingehen und auch mal meine persönliche Erfahrung sagen, warum ich dieser Meinung bin. Den haben wir jetzt auch mal laufen lassen. Wird man mal sehen, der ist jetzt schön kühl. Das kann man natürlich nicht sehen, aber zu beiden Seiten zu öffnen. Das heißt, wenn ich drin bin, habe ich den Zugang hier an meine Lebensmittel. Wenn ich von draußen komme, habe ich den Zugriff von außen, ohne durchs komplette Fahrzeug laufen zu müssen. So, was haben wir weiter? Hier haben wir die Leiter, die baue ich gleich mal weg. Da stand ich eben oben. Ich würde euch mal mit hochnehmen auf die Empore, und wir schauen mal oben in das wunderschöne Aufstelldach. Wir haben hier eine Matratze mit integriertem Lattenrost, der ist unten drunter in der Matratze. Ich schwenke mal rum. Wir haben hier wirklich ein wunderschönes Panorama. Das kann man so sagen. Wir können rausgucken. Wir können es uns schön machen. So sollte doch der Campingurlaub Spaß machen. So, ich gehe mal wieder zurück zu meinem Filmer. Heute ist mein Vater am Werk. Der muss heute die Filmaufgabe übernehmen, weil Wochenende ist. Wir haben uns heute den Sonntag rausgesucht. Da kann man sich eben nur auf die Familie zurückberufen. Vielen Dank schon mal dafür. So, die Leiter kommt weg. Die legen wir jetzt erstmal hier hinten rein. Wir schauen uns jetzt das Fahrzeug nochmal von innen an. Was haben wir hier? Natürlich Tisch mit Ausdrehteil. Wir haben hier schön, damit auch alle vernünftig essen können, auch hier vom Beifahrersitz aus, dass man schön auf den Tisch zugreifen kann, dass jeder seinen Platz hat. Wir können hier auch zu viert sitzen. Ist eigentlich ein schönes Vier-Personen-Fahrzeug, weil wir eben auch zwei separate, ohne großartig umzubauen, Schlafplätze haben. Das funktioniert relativ gut, weil es schnell umbaubar ist mit dieser zusätzlichen Schlafmöglichkeit. Das Schöne ist, dass man derjenige, der mitfährt, dass er eben
dass man sich ganz gut aus dem Weg gehen kann. Das heißt, es wirkt wie eine Zweiraumlösung. Wir haben eben durch die Separierung nach oben, merkt man kaum, dass noch jemand dabei ist. Weil wirklich oben schlafen, hinten schlafen, insbesondere wenn Kiddies dabei sind, bisschen Abenteuerfeeling, das kann das Auto ganz gut verkörpern. Vom Polster her haben wir das Mindoro-Polster, finde ich ganz passend zu dem zum Design, weil eben das Grau und so weiter sich hier oben drin widerspiegelt in den Tricolor-Klappen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier nochmal eine Lederausstattung zu wählen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, euer Auto auch wieder hier in dem Bereich zu individualisieren, können wir auch eine Lederausstattung dazu bestellen oder im Nachgang ein individualisiertes Leder anbieten. Wir haben hier diese Tischverbreiterung, also hier nochmal dieses Brett, um die Küchenzeile zu erweitern. Was das Fahrzeug ein bisschen ausmacht, ist die offene Blickachse nach hinten. Wir haben eine riesige Ablagefläche hier für diverse Utensilien. Hier vorne kann ich schneiden. Ich hatte eine Kundin, die hat sich bewusst für dieses Auto entschieden, weil hier die nicht die Küchenmaschine, sondern die Kaffeemaschine, der Vollautomat hinpasst. Das wäre für sie ganz wichtig, dass das gegeben ist. Und das haben wir in dem Auto hier durch diese Stellfläche. Es würde aber auch einen kleinen Espresso in die Ecke passen. Ansonsten haben wir hier natürlich auch Schübe mit Softeinzug. Also auch da haben wir, wurde echt an nichts gespart. Wir haben hier auch nochmal die Möglichkeit, ganz tiefe Schränke zu haben. Jetzt gucken wir mal hier hinten rein. Das ist so ein bisschen der Clou. Der Kleiderschrank ist hier hinten unten drunter. Wir haben eine kleine Kleiderstange hier drin, wo wir wirklich nochmal was hängen können und super viel Staumöglichkeit im hinteren Bereich, weil wir die Heizung vorne haben, was insgesamt für eine bessere, oder es war sehr laut, für eine bessere Wärmezirkulation sorgt, weil die meiste Kälte kommt im Kastenwagen, aber auch im Teilintegrierten, weil vorn das Chassis am wenigsten isoliert ist, eher von vorn. Deshalb auch die Heizung im vorderen Bereich. Deshalb hat man jetzt hier den wunderschönen Stauraum unten drunter, dass man eben dort seine Sachen entsprechend verstauen kann. Was haben wir noch? Wir haben ein mächtig breites Bett, 1,60 Meter Liegebreite am Oberkörper. Wir haben hier schon zu dritt mit einem Baby übernachtet. Das ist jetzt ein paar Jahre her. War meine erste Erfahrung im Summit überhaupt, als er auf den Markt gekommen ist. Also hier haben wir wirklich auch schon zu dritt drin geschlafen. Das funktioniert erstaunlicherweise. Man muss fairerweise sagen, die Ferienwohnung war nicht so gut oder die Übernachtung, die wir dort hatten. Wir sind bewusst im Kastenwagen gefahren und ich war ganz froh, dass ich ihn dabei hatte und mein eigenes Bett zum Schlafen hatte. Vom Bad her auch wieder toll, Schwenkbad. Man kann hier wirklich duschen. Wir haben den hier mit dem Sanitärpaket bestellt. Dann hat man diese Hinterleuchtung des Spiegels, sonst hat man da kein Licht, sondern nur die Oberlampe hier oben. Und hier typisch sammelt die Schwenkdusche. Und man kann auch wirklich hier reingehen. Und ich muss sagen, ich sag mal, man duscht im Wohnmobil keine 3 Stunden. Das funktioniert nicht. Aber nass machen, einseifen, abduschen, kommst du mit 100 Litern wahrscheinlich mehrere Duschvorgänge hin. Hier mit der Lamellentür. Ich habe keinen Duschvorhang. Ich habe wirklich alles. Muss es da ein bisschen trocken machen. Das ist aber auch nicht das Thema. Ansonsten wieder zurückschwenken, einrasten und dann ist die Dusche auch schon wieder weg. Hier oben habe ich den kleinen Schrank, um so ein paar Utensilien unterzubringen. Wir haben Haken, wir haben aber noch im Zubehör wunderschöne Klebehaken, die man rückstandsfrei von jeder Wand wieder entfernen kann. Das funktioniert auch sehr gut. Also da haben wir im Zubehör noch was. Sprecht uns einfach an und dann bieten wir euch da entsprechende Lösungen an. Ansonsten würde ich vorschlagen, ihr schaut einfach mal bei uns vorbei. Das Auto haben wir hier bei uns auf dem Hof. Wir haben noch was im Vorlauf. Den haben wir tatsächlich letzte Woche verkauft. Aber wir bekommen noch was wirklich super.
Auch von der Bereifung werden wir dann nochmal die 18 Zoller vorstellen, wie das dann in Kombination aussieht. Ich werde euch unten einen Link reinsetzen, damit ihr den direkten Zugriff zur Ausstattung des Fahrzeuges habt. Schaut ihn euch an und ich kann euch nur raten, schaut ihn euch in Natura an und dann gucken wir nochmal, was wir verbaut haben, was euch wichtig ist. Der hat zum Beispiel hier auch eine Lithium-Batterie verbaut, dass wir unabhängiger sind. Aber das würde ich tatsächlich dann gern mit euch vor Ort besprechen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich auf das nächste Video mit euch.